Hallöchen Freunde, willkommen zum Viertelfinale von Strolli sucht den YouTube-Star. Da, nicht da. Ja, ihr, da fängt schon an. Ihr dürft hier oben gerne abstimmen. Ja, hier dürft ihr gerne abstimmen, welcher der heutigen Kandidaten euer Liebling ist. Und nächstes Mal im Halbfinale werden wir dann entscheiden, wer rausfliegt. Das heißt, heute fliegt keiner raus. Heute entscheiden wir, wer rausfliegt. Ihr habt Zeit bis nächste Woche hier oben abzustimmen. Bitte schaut euch allerdings das Video an, bevor ihr abstimmt. Und ja, denkt dran, je mehr abstimmt, desto höher wird der Preis, den ihr gewinnen könnt. So, ich habe hier so kleine Schnipsel vorbereitet, ja, mit den vier Namen, die noch da sind. Also Gramo, MC, Balance, Fortnite, Zelo, so eine Hose, aber mit viel Soße, Gentle Idiots. Und Mr. Awesome 15 oder 15. Wir werden jetzt mal auslosen, welcher denn gewinnen könnte. Also im Moment führt ja Balance Fortnite. Ich habe ja hier meine Liste hier mit 8 Punkten. So, das heißt, wir haben jetzt die Zettel hier. Wir tun hier die Hand rein. Ich mache sogar die Augen zu. Ja, okay, jetzt müssen wir nicht die Augen zu machen, aber wir mischen das hier mal so ein bisschen. So, und jetzt mache ich die Augen zu und wir ziehen jetzt einfach irgendeins raus. Beispielsweise das hier. So. Es ist Zellose. Kann man das sehen? Jetzt fokussiert er natürlich nicht, aber ich denke doch mal, ihr könnt sehen, also der könnte heute gewinnen, also dieses Mal die meisten Punkte haben, es gewinnt noch keiner, aber wir gucken mal. So, heute dreht sich übrigens alles um die Audiopunkte, ja, heute wird auf nichts anderes geachtet, außer auf die Audioqualität, ja, das heißt, diesmal gibt es nicht 3 Punkte, also von 0 bis 3, sondern von 0 bis 5. Ich habe mir das hier notiert, leider fokussiert er gerade irgendwie nicht. Ich hoffe, ihr könnt es auch so lesen oder ich lese das gerade vor. Wenn man 0 Punkte bekommt, das wird wahrscheinlich keiner haben, denn das heißt, es hat keinen Ton. Bei einem Punkt habe ich mir aufgeschrieben, komplett unverständlicher Ton. 2 Punkte unsauberer Ton, 3 Punkte normaler Ton, mit, auch wenn es ein bisschen laut ist. Wie beispielsweise bei Adrex das der Fall war. So, 4 Punkte normaler Ton, bisschen Rauschen und 5 Punkte perfekter Ton, gar kein Rauschen. Nächstes Mal schauen wir uns dann die Videopunkte an. Ja, und deshalb würde ich schon mal direkt anfangen. Ich habe mir hier wieder eine neue Liste gemacht. Wir fangen direkt an mit dem ersten. Und zwar mal wieder Balance Fortnite. Ich habe meinen Stift nicht. Hier ist er. So, ich werde mir ein paar Notizen machen. Ich habe mir das diesmal anders aufgeschrieben. Warte, muss ich ganz kurz hier umswitchen. Wo ist meine Maus jetzt hier? So. Ich habe jetzt das hier. Habe ich so gemacht, damit ich hier einfach nur ankreuzen muss. Und da habe ich 4.8. Ah, ne, ist richtig. Ich nehme das heute am 3.8. auf. Heute habe ich also keine Zeit, irgendwas zu verschwenden. So. Wir sind hier auf dem Kanal von Balance Fortnite. Wie gesagt, heute achten wir wirklich nur auf die Audioqualität. Es ist ja schön, dass wir uns alle Videos schon angeguckt haben. Eigentlich wollte ich mir Videos anschauen, die wir uns noch nicht angeguckt haben. Aber na gut. Heute ist auch der Ton wenig lauter, hoffe ich doch zumindest mal. Ich habe es jetzt auf jeden Fall mal so umgestellt. So, wir haben hier, das Video haben wir uns schon angeguckt. Wir gucken uns einfach mal das Video hier an. Mal schauen hier. Ein Dislike, was soll das denn? Das war letztes Mal noch nicht da, oder? Ganz kurz lauter stellen. Warum immer das ist. Oh, das ist für Qualität, verdammt. Das liegt aber, glaube ich, an mir. Ja, das liegt an mir. Wie gesagt, Qualität. Gucken wir. Audio-Bild. Achso, er hatte übrigens vorher 2,5 Punkte im Casting. Audio-Punkte. Ich würde sagen, mit normaler Ton mit ein bisschen Rauschen. Rauschen hat man normalerweise immer nur beim Mikrofon, aber... Um das jetzt ganz genau herauszufinden, da müsste ich jetzt Headphones nutzen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich ziehe mir mal den Kopfhörer hier an. Dann kann ich das vielleicht ein bisschen besser tun. Ah, so, ich hoffe, ihr hört noch was.
tatsächlich schon sagen, dass das in Richtung perfekter Ton geht. Aber na gut, wir gucken mal. Ja, okay, da schaue ich nicht rein. Was ist denn das hier für die ganze Zeit für ein Ton? Was machen die denn da draußen? Ich weiß gar nicht. So, gucken wir mal das hier wieder. Gar keine Bewertung. Ja, okay, das muss ich mir nicht anhören. Ich glaube, der redet nirgendwo, ne? Hier höre ich gar keinen Ton. Fangen wir mal vorne an. Wiederholung der Runde vor den One-Shot. Ich weiß, das war schlecht von mir. Hatte nichts geschrieben. Von wegen Epic Games Name, ja, super. Was sind das für komische Geräusche? So, hier ist gar kein Ton. Der Ton ist auch an. Der ist ein bisschen leise. Machen wir schon mal lauter hier. Aber da hört man leider nichts. Ja, soll ich das jetzt mitbewerten oder nicht? Weil es zählt ja schon zum Kanal dazu. Deshalb würde ich einfach mal sagen. Wie ging das ja nochmal? Das waren jetzt drei Videos. Das sind hier 10. Nee, so darf ich das nicht werten, verdammt. Ich würde einfach mal sagen. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das mit den Punkten? Also ich kann mich hier schon mal aufschreiben. Erstens 5 mache ich einfach mal. So, zweitens kein Ton. Aber ignoriere ich das jetzt einfach oder? Ich glaube, ich schaue mir dann immer mehrere. Vielleicht auch nur eins. Deshalb würde ich einen Punkt Abzug geben. Weil ich jetzt gerade dieses Video hier gefunden habe. Du hast ja auch. Von wann ist denn das Video hier? Das ist auch schon ein bisschen älter. Dann würde ich das mit reinzählen. Ich würde das wirklich mit reinzählen. Außerdem bist du sowieso auf Platz 1, du kannst ruhig ein paar Punkte verlieren, damit die anderen auch mal nach vorne kommen, ne? Nee, okay. Also ich kreuze hier einfach mal an. Normalerweise wäre es perfekter Ton, kein Rauschen. Aber weil ich jetzt mir dieses eine Video angeguckt habe, wo kein Ton ist. Das gibt normalerweise 0 Punkte. Deshalb würde ich sagen, minus 1 sind dann 4 Punkte. Nicht 4,5, sondern 4. Okay, also gute 4 Punkte. Das reicht auf jeden Fall. Mal gucken, wie es weitergeht. Nächsten angelangt, und zwar Gramo MC. Beziehungsweise Gramo MC. Ja, hier bin ich. Schaut euch das Video an, wenn das euch noch. Oh ne, ich hoffe, sowas passiert nicht wieder in dem Video. Es tut mir leid, falls das passiert. Hier, warte. Dieses grüne Flackern hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es nicht entfernen. Es tut mir leid. Ich hoffe einfach, es geht dann wieder weg. Irgendwie bekommt er immer mehr Abonnenten, oder? Hier unten ist der andere Channel auch. So, das haben wir uns alles schon angeguckt. Ich möchte mir eigentlich, wenn es Videos gibt, die ich mir noch nicht angeschaut habe, möchte ich mir die gerne anschauen. Also das hier. Habe ich mir das nicht angeguckt? Na gut. Hallo und herzlich willkommen. Endlich mal wieder zu einem ein bisschen Video. Leiser stellen. Denn wie wenige wissen, nur Leute, die mich kennen, ich bin im Urlaub. Im Urlaub. Wie hat er das hier eigentlich gemacht? Super. Das bedeutet, es kommen jetzt ganz schön wenig Videos. Nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie keinen Bock mehr habe auf YouTube. Doch, ich bin jetzt nur etwas länger schon im Urlaub. Und ja. Fällt mir jetzt erst auf, ihr habt hier unten sogar das Aufnahmegerät stehen. Das würde Professionalitätspunkte geben. Die gucken wir uns im Finale an. Das ist sogar Instagram. Echtname, Mark. Echtname. Freundescode. Ich bin im Urlaub. Ja, okay. Da schreibt er nur selbst.
Ah. Ich bin's Fisch. Das wird jetzt hier ein kleiner Part. Also der wird jetzt so 10 Minuten lang. Oder so, keine Ahnung. 10 Minuten. 27. Auf jeden Fall muss ich wieder reinkommen in die Aufnahmeszene, sonst tue ich irgendwann gar nicht mehr aufnehmen, wenn ich das jetzt hier so lange warte, bis ich wieder bei mir zu Hause bin. Ich muss ja hier die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Das denke ich auch. So, was hat der Vogel zu sagen? Cheep, cheep. Kein Hinweis mehr. Kein Hinweis. Okay, wir haben alle Monde in dem Land gefunden. Ich komme hier gar nicht mehr richtig zurecht. Ah, die Steuerung weiß ich noch, weil das Spiel habe ich letzter Zeit auch ein bisschen gespielt. Dann gehen wir. Ja, das ist halt jetzt das Problem, ne? Er nimmt das halt vom Handy auf, da ist die Qualität natürlich nicht immer ganz so gut. Es ist eigentlich in HD. Heute nicht. Nächstes Mal. Wenn du es dann weiter schaffst. So, kein Ton. Komplett unverständlicher Ton ist es nicht. Unsauberer Ton. Ist eigentlich auch nicht, also Mikro ist eigentlich ziemlich gut. Also Handy, Mikrofon. Jetzt? Eigentlich wollten wir jetzt im Prinzip. Aber ich habe das Gefühl, ich höre den so ein bisschen doppelt. Im Grunde genommen höre ich den hier. Aber aus so ein paar Silben höre ich auch hier. Ja, wie nennt man das ja? Wollt ja, jetzt schon wieder beispielsweise. Muss ich also jetzt aufteilen. Mikrofonton. Mikrofonton würde ich sagen. Jetzt eigentlich ins Seeland, aber ich glaube, es ist zwar kein Rauschen dabei, oder? Haben wir sogar schon bereist. Nee, Rauschen ist tatsächlich gar nicht dabei. Aber das ist wirklich schon ein bisschen unsauber. Aber das würde ja 2 Punkte geben. Aber das hier ist nicht so unsauber, wie ich das gemeint habe, sondern so perfekt mit ein bisschen unsauber. Deshalb würde ich das eigentlich auch mit ein bisschen Rauschen vergleichen. Also normaler Ton, ein bisschen Rauschen sind dann 4 Punkte. Muss ich ganz kurz noch den Hintergrundsound bewerten. Wenn ich falsch sehe, mein Handy hat übrigens noch 9%, also es könnte kritisch werden hier mit aufnehmen. 9% und dann aber 27%, 27 Minuten. Mein Handy hätte das damals nicht durchgehalten. Ja, in dem Land waren wir noch nicht, aber wie ich gesagt habe, man hört halt, dass man das vom Fernseher abgefilmt hat. Beziehungsweise von der Switch selbst, denke ich doch mal, oder? Warum, upsala, warum wird sonst hier unten, oder hat er keinen Pro-Controller und der spielt mit den Joy-Cons? Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Hintergrundsound, das ist so eine Sache. Das muss ich mir jetzt eigentlich nicht weiter angucken, weil ich habe ja meine alten Videos auch selber geguckt und ich weiß auch, wie, also nicht immer selbst geguckt, sondern, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich kenne ja meine alten Videos und weiß, wie ich da aufgenommen habe und wie sich das anhört. Deshalb kann ich da einfach so ein bisschen abnehmen und ich würde fast sagen, unsauber ist es auf keinen Fall. Bisschen laut ist es auch nicht. Bisschen rauschen. Ich würde sagen, es ist ein bisschen Rauschen. So, das heißt dann 4-4. Das ist eigentlich so gut. Das heißt, es bleibt dann auch auf 4. Das darf ich aber nicht machen. Entweder muss ich dem Punkt weniger oder Punkt mehr geben. Weil sonst haben wir nämlich später, weil ich glaube, Balance Fortnite, aka Niklas, hat nämlich auch 2,5 Punkte vorher gehabt. Ah ne, das wird sowieso alles zusammengerechnet, ja. Gut, dann kann ich das doch geben. Ich dachte schon gerade. Nee, okay. Wenn schon, müssen wir auch fair bleiben. Natürlich. So, okay. Das heißt, Quermo hat auch 4 Punkte. Ist also mit den Audiopunkten jetzt gleich auf wie Balance Fortnite. Aber schauen wir mal weiter. So, da sind wir auch beim nächsten angelangt. Und zwar Mr. Awesome. Mal wieder. So, ich habe hier gerade gesehen. Der hier West in Peace, Mr. Awesome. Haben wir noch nicht angeguckt. Vor einer Woche. Müsste ich aber eigentlich gesehen haben. Nee, halt, der war vor 2 Wochen dran, ne? Ja, letzte Woche hatten wir den ja gar nicht. Okay, schauen wir uns das mal an. Er hat nur 2 Audiopunkte gehabt. Gucken wir mal, wie das jetzt läuft. Er hat auch ein Intro jetzt.
Achso, macht er seinen Kanal jetzt gar nicht mehr weiter, oder was? Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Das ist jetzt wirklich so eine Sache. Weil wenn er nämlich seinen Kanal nicht mehr weitermacht, dann müsste das heißen, dass der Kanal eigentlich dann ungültig ist. Dann müsste er eigentlich ausscheiden. Vielleicht war es nicht gut, dass ich mir das Video angeguckt habe. Vorbei. Ja gut, er hat natürlich nichts in die Beschreibung packt. Serienkanäle. Danke für die tollen Videos. Habe ich nicht gedacht. Was soll das jetzt heißen? Tu mir das bitte nicht an. Nein. Nein, was ist passiert? Ist der Betreiber vom Kanal gestorben? Ja, komm. Löscht er seinen Kanal. Wollte ich eigentlich aufräumen. Ja, ist, anscheinend ist er gestorben, genau. Nee, ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Dann kann ich natürlich eigentlich, wenn der Kanal nicht mehr weiter betrieben wird, vor allem er muss sich das ja vorher auch schon gedacht haben, oder sie, ich weiß es nicht, nee, aber ich denke mal, es ist näher, weil wer da Mister steht. Das muss er sich eigentlich vorher gedacht haben, bevor er sich hier angemeldet hat. Oder halt auch nicht, keine Ahnung, vielleicht war das jetzt spontan, ich weiß es ja nicht. Aber... Okay, Mr. Awesome, falls du das jetzt siehst, schreib's mal bitte in die Kommentare, ob du deinen Kanal noch weiterführen willst oder nicht. Ich denke mal nicht, aber wenn er das jetzt wirklich noch macht, dann... Ich mach mal lieber hier. Nicht, dass der noch... Dass das irgendwie ein kleiner Scherz war, ich denke ja mal nicht, aber... Wir gucken einfach mal hier, wir bewerten jetzt noch irgendwas. Falls er dann seinen Kanal doch aufgibt, dann muss er leider ausscheiden. Haben wir leider kein, da haben wir wenigstens keine Probleme, damit irgendjemand anders ausscheiden muss. Aber na gut. So, wir gucken einfach mal. Ja, sollen wir wirklich mal Simpsons bewerten? Ich muss natürlich auch den kompletten Kanal irgendwie bewerten. Das heißt, wir gucken einfach mal das. Oh, das geht 8 Sekunden, okay. Ja. Nee, muss ich nicht unbedingt bewerten. Gucken wir das hier mal. Okay, also was bist du? Bestimmt ein geheimes Regierungsprojekt. Hey, sehe ich aus wie ein Drogenfahnder? Mein Name ist Bender und ich komme aus der Zukunft. Wer weiß es? Was passiert in der Zukunft mit Homer Simpson? Keine Ahnung, er stirbt? Oh, mein Gott. Er sagt die Wahrheit. Ich muss dich auf der Stelle zu den Weisen unseres Landes bringen. Schädel, wie willst du bezahlen? Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile höre ich eigentlich diesen abgefilmten Sound gar nicht mehr raus. Rechte liegen bei Fox, genau. Mittlerweile höre ich das wirklich gar nicht mehr raus. Hm, aber wie bewerte ich das jetzt? Wir gucken mal. Ich transferiere einfach etwas elektronisches Hyperguthaben in deine Kasse. Dinge, ding, 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 ding. Oh, und noch eine Runde für meine Freunde. Dinge, ding, 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 ding. Hey, der Dosenkavalier ist in Ordnung. Er ist großzügig und er hat die Jukebox repariert. Ich glaube, die hatten was miteinander. Ich würde sagen, es ist kein komplett unverständlicher Ton. Es ist kein unsauberer Ton. Es ist auch kein normaler Ton und es ist kein perfekter Ton. Irgendwie, also ich habe mit meiner Liste irgendwie was vergessen. Normal ist der Ton auf jeden Fall schon mal nicht. Er ist außergewöhnlich normal. Ne, okay. Der ist halt wirklich, als ob man ihn abgefilmt hätte. Unsauber ist er allerdings nicht.
Unverständlich ist er nicht. Laut ist er nicht. Ich würde aber trotzdem auch mal 4 Punkte geben. Irgendwie gebe ich heute jedem 4 Punkte. Ich weiß ja auch nicht. Ich würde mal 4 Punkte geben. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Es ist jetzt natürlich traurig, wenn er wirklich seinen Kanal aufgeben will. Aber was will man machen? Dann scheidet er womöglich aus. Aber mal gucken. Eventuell könnt ihr ihn ja auch hier oben dann retten. Dann, okay, das hat jetzt nicht ganz so, hier oben retten, wenn ihr dann, ich weiß nicht, mal gucken, mal, ich muss wirklich mal gucken. Ja, auf jeden Fall jetzt erstmal auf zum letzten. Da sind wir auch nun beim letzten angekommen, mit einem anderen Namen, und zwar Zellose, beziehungsweise Random Leon. Ein neuer Name. Super. Das heißt, ich kann das hier eigentlich auch ändern, damit ich es nicht wieder falsch sage. So, hier, Schrägstrich, Random, Leon. So, oder Leon kann auch sein. So, von dem haben wir ja hier, genau das haben wir geguckt, Terraria haben wir noch gar nicht, haben wir nur das eine geguckt, ich glaube schon. So, wir müssen natürlich auch hier gucken. Oh Gott, der guckt den Theo! Hab ich auch. wo bin ich denn? Wo bin ich? Das kann doch nicht sein. Tomtendo. Wo bin ich denn? Was soll denn das? Was ist das denn? Okay. Auf jeden Fall gucken wir mal Terraria. Was war das gerade für ein Ton? Terraria, ich würde einfach mal sagen. Ja, Folge 3 hier direkt. Sagt er denn nichts? Warum sagst du denn nichts? Hat er in anderen Videos hat er doch was gesagt hier? In Folge 1 oder so. In Folge 2, das habe ich mir schon mal angeguckt. Oh! Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Terraria. Nimmt aber bitte nicht allzu ernst, wenn ich mich mal verspreche oder so. Das kann auch zwischendurch mal sein. Ich mache zum ersten Mal jetzt sowas. Das werden wir uns angucken. Wir machen aber zum ersten Mal sowas. In diesem Let's Play nicht allzu viel sprechen oder so. Aber ja. Mein Zettel fällt die ganze Zeit hier um. Professionalitätspunkte. Ich würde jetzt eigentlich sagen, ja, er macht mal wieder ziemlich lange Pausen direkt in der ersten Folge. Klar, er macht das zum ersten Mal, aber wenn man schon, ich gehe davon aus, er hat schon viele andere Let's Plays davor gesehen, da kann man sich das so ein bisschen abgucken, dass man, und ich habe es ja auch schon oft gesagt, hier vor allem in dem Format, ich dachte gerade, da wäre eine Biene neben mein Ohr geflogen. Ich habe es schon oft gesagt, vor allem in den ersten 2 bis 3 Folgen sollte man sich wirklich Mühe geben. Vor allem, was man sagt. Ja, das heißt, man soll nicht so lange Pausen machen. Das kommt nicht gut an, weil sonst schalten die Leute ab. Freunde, wo seid ihr alle hin? Hallo? Hallo? Achso. Das geht allerdings auf die Professionalitätspunkte, deshalb werde ich das schon mal nicht bewerten. Nämlich nur, wie sich der Ton anhört. Ob er sauber ist oder nicht. Also, wir brauchen jetzt erstmal Holz. Holz ist wichtig. Ja, Mensch, wie soll ich da was bewerten, wenn da nur alle 20 Sekunden ein Wort kommt? Ein Satz kommt. Dieses Let's Play, das werde ich mal sehen. Ich werde Terraria vielleicht mal so ganz durchspielen, wenn ihr wollt.
Am Tag werde ich vielleicht 2 Folgen rausbringen. Das, jetzt hört man das so ein bisschen, das rauscht so ein bisschen. Das ist die Musik. Aber es rauscht wirklich so ein bisschen. Also das wäre schon mal eine 4. Also 4 Punkte. So, und dann Hintergrundsound ist halt vom Handy wieder. Ist eigentlich noch relativ gut. Dann würde ich sagen, das sind ein bisschen Rauschen ist dabei. Ich habe natürlich da auch aufgeschrieben, ein bisschen Rauschen. Sonst hätte ich dem jetzt 5 Punkte gegeben. Hätte ich da aufgeschrieben, etwas Rauschen. Ja, etwas Rauschen. Dann hätte ich ihm 5 Punkte noch gegeben. Aber jetzt habe ich da stehen, ein bisschen Rauschen. Deshalb, upsala, muss ich leider 4 Punkte geben. 4 und 4 Punkte sind mal wieder 4. Normalerweise sind es 4,5, aber diesmal bewerte ich nicht mit Kommazahlen. So, das heißt mal wieder 4 Punkte. Oh, das, ja, jetzt haben alle 4 Punkte. Super. Was macht man da? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall kommen wir jetzt hier zur großen Entscheidung. Aber ich brauche noch ein bisschen Zeit, um das auszuwerten. So, Freunde, okay. Ich habe jetzt hier meine Auswertung gemacht. Ich habe wieder eine Tabelle gemacht. Allerdings, wie gesagt, es ist ja noch nicht klar, wer ausscheidet. Es entscheidet sich eigentlich alles zwischen... Okay, eigentlich ist alles ziemlich knapp. Der erste, der hat 12 Punkte. Der zweitplatzierte hat 11,5. Also ich habe das alles zusammengerechnet. Und Platz 3 und Platz 4 haben beide 11 Punkte. Auf Platz 1 ist Balance Fortnite. Auf Platz 2 Mr. Awesome. Wer weiß wie lange. Auf Platz 3 oder halt Platz 4 sind entweder Quermo oder Leon. Ja. Also die, ich würde mich freuen, wenn ihr für die abstimmen würdet. Mal gucken, ob diese Tabelle hier noch eine Wendung, eine große Wendung hat. So, das heißt, ihr dürft jetzt hier oben abstimmen, welcher heute euer Favorit war. Wahrscheinlich stimmt ihr alle für euch selbst ab, aber wenn ihr nicht mehr dabei seid, dann dürft ihr auch gerne abstimmen. Hier abstimmen, nicht da. Da ist das Logo. Stimmt auf jeden Fall ab, denn dann wird der Preis höher. Oder stimmt nicht ab, dann muss ich nämlich nicht so viel Geld ausgeben. Ja, denn ich bestelle bestimmt nichts mehr bei dieser Change-Seite da. Wo ich diese anderen Gewinnspiel-Dinger da schon her hatte. So, also tatsächlich hat sich nichts viel getan. Auf Platz 1 ist immer noch Balance Fortnite, wie schon beim letzten Mal. Auf Platz 2 ist immer noch Mr. Awesome. Laut dem Alten... Ja gut. Zelose und Grammar haben... Eigentlich hat jeder 4 Punkte mehr bekommen. Aber na gut, ihr entscheidet und ich entscheide auch. Ich stimme nämlich auch hier ab. Allerdings nicht so, wie ich das hier gemacht habe, sondern welcher YouTube-Kanal mir insgesamt am besten gefällt. Ihr dürft das natürlich auch machen, welcher euch am insgesamt gefällt. Ihr dürft das natürlich auch so machen mit den Audiopunkten. Das ist mir völlig egal. Hauptsache ihr stimmt ab. So, das war's. Also hier haben wir nochmal meine wunderschöne Tabelle. Ja, die Spalten hier, das hier ist nochmal für eure Abstimmung, ja, wie viel Prozent, dann werde ich das wieder, was ist das denn jetzt, irgendwie zusammenrechnen. Und hier ist dann die Gesamtpunktzahl. Und am Anfang der nächsten Folge sehen wir dann, wer dann weiter ist und wer nicht. Das war's also auf jeden Fall und wenn Mr. Awesome nicht antwortet, dann muss der leider ausschalten. Es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dann rein und ciao.